Hey Schrauber, Nickel hier. Heute möchte ich euch ein besonderes Produkt vorstellen. Es geht dabei um unseren Leckstopp für Klimaanlagen. Das ist ein Dichtmittel für Mikroleckagen in eurem Klimasystem. Wie ihr es richtig anwendet und was es dabei zu beachten gibt, das möchte ich euch heute vorstellen. Ich habe dazu mal was vorbereitet. Kommt mal mit. Wir sind hier in der Werkstatt Walder. Hier werden wir euch Schritt für Schritt zeigen, wie einfach es ist, den Leckstopp in eure Klimaanlage einzufüllen. Zuerst müsst ihr die Klimaanlage entleeren. Hier spricht man vom Evakuieren. Dabei geht ihr wie bei einem völlig normalen Klimaservice vor, egal ob die Anlage gefüllt oder wegen einer Reparatur leer war. Anschließend zieht ihr mindestens 8 Minuten ein Vakuum. Das sollte geringer als 250 Millibar absoluter Druck sein. Bei dem darauffolgenden Dichtigkeitstest darf das Vakuum nicht mehr als 250 Millibar abfallen, da ansonsten die Anlage ein zu großes Leck hat. Jetzt schließt ihr die Leckstoppflasche auf der Niederdruckseite an, haltet die Flasche kopfüber und drückt die Lasche am Flaschenkopf ein. Der Druck im Behälter treibt das Dichtmittel in die Anlage. Wenn die Flasche sich ganz entleert hat, könnt ihr den Schlauch abnehmen und den Behälter ganz normal entsorgen. Anschließend befüllt ihr die Anlage wieder. Beachtet dabei die Herstellerangaben bezüglich der Menge an Kompressoröl und Kältemittel. Sollte für euer Wartungsgerät nun der Unterdruck in der Anlage zu gering sein, könnt ihr ein neues Vakuum ziehen. Es ist auch möglich, die Anlage über eine Manometerbrücke neu zu befüllen. Jedoch ist diese Methode sehr ungenau, was die Füllmenge an Kältemittel und Öl angeht. Unser Leckstopp tritt an der Mikroleckage aus. Durch den Temperaturunterschied und die Luftfeuchtigkeit bildet sich eine dichtende Schicht über der Leckage und versiegelt sie somit. Viele von euch fragen sich jetzt sicherlich, das macht doch meine Klimaanlage kaputt oder mein Wartungsgerät. Nein, unser Leckstopp ist frei von Polymeren. Es funktioniert mit einer Art Epoxy, das sich erst an der Stelle der Undichtigkeit außen bilden kann. Somit ist es vollkommen ungefährlich für eure Klimaanlage als auch für euer Wartungsgerät. Hier nochmal alle Schritte im Schnelldurchlauf. Zuerst schließt ihr das Wartungsgerät an und evakuiert die Anlage. Im Anschluss daran zieht ihr mindestens 8 Minuten ein Vakuum von ca. 1 Bar Unterdruck. Während dem 5 Minuten Dichtheitstest darf der Wert nicht um mehr als 250 Millibar abfallen. Hat das Klimasystem diesen Test bestanden, füllt ihr nun den Leckstopp ein. Ist die Dose leer, entsorgt ihr diese und befüllt die Anlage wieder. Beachtet hierbei die Herstellerangaben. Wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei der Werkstatt Walder für ihre Unterstützung. Falls euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like da, abonniert uns und drückt die Glocke, damit ihr auch in Zukunft keines der nächsten Videos verpasst.